Oh nein! Bisschen schief, aber geht. Ich will das nur noch ein Loch reinschneiden. Ah, ich halte den Rasierer falsch. Jetzt will ich nervös. Au! Heute mit Schnitt. Belastend. Es geht wild zu. Den Leuten geht's wie mir, sie wollen sich endlich mal wieder die Haare schneiden lassen. Doch bis die Experten wieder ran dürfen, wird's noch eine Zeit lang dauern. Ich besuche jetzt trotzdem mal meine Friseurin und frag mal nach, wie es ihr in der aktuell so schweren Zeit geht. Normalerweise bin ich rund alle 2-3 Monate hier in Straßkirchen und lass mir von der Sophia die Haare schneiden. Jetzt ist allerdings schon ein bisschen länger her. Ich habe nachgeschaut, im Oktober war ich zum letzten Mal da. Man sieht's auch. Wie ist dir seitdem so ergangen? Also es ist ja schon eine sehr schwere Zeit. Ich muss sagen, wir haben zum Glück die Möglichkeit oder haben wir das mit dem medizinischen Zweiter, also sprich die Perücken einfach. Weil leider ist das Geschäft, sage ich mal, so extrem mit den Perücken, dass wir es weiterhin fortführen müssen, beziehungsweise auch dürfen jetzt in unserem glücklichen Fall. Weil Chemos bleiben ja nicht aus, leider. Und schreibt dir so leid trotzdem private Zahl oder die, wo wir eigentlich wieder mal gern dich sehen würden? Ja, also es gibt mega liebe Anfragen, da wo man sagt, mal Sophia, kannst du nicht irgendwas machen oder stellen wir irgendwas vor dir? Das Click und Collect, das bieten wir ja auch. Bevor meine Kollegin Anna mir gleich die Haare schneidet, holen wir uns noch Tipps von der Expertin. Noch kurz die Hände desinfizieren und dann kann's losgehen. Step 1. Wir befeuchten jetzt erstmal die Haare. Oh, das wird schwierig. Der Adrian hat echt eine Menge Haare. Es könnte etwas dauern. Was sind deine Erfahrungswerte? Also meine Erfahrungswerte sind so, ich habe vor kurzem meinem Freund erst die Haare geschnitten. Es war ein kleiner Fail, aber der hatte auch eine andere Haarstruktur wie du und ja, ganz einen anderen Schnitt. Also das kann man jetzt, glaube ich, aus wie kleine Maus. Süß. Ich glaube, das kann man jetzt auch gar nicht so vergleichen. Also, da hat man jetzt an deiner Stelle gar keine Gedanken. Aber du hast es einmal gemacht, bis jetzt. Einmal, genau. Und ansonsten, meine Schwester, wo die klein war, halt den Pony mal so nachgeschnitten oder so. So, oder? Ja. Ja. Okay. Wir legen los. Vielleicht machen wir es ein bisschen stufig, Adrian. Stufig klingt bei der Expertin gut, bei dir klingt es gefährlich. Wild. Wild. Es wird wild. Also vorher war es halt schöner. Es ist halt so ein V. Also. Wieso hast du es jetzt dann anders gemacht? Ja, aber ein bisschen wie vom Laufsteg, so abstrakt. Noch geföhnt und gestylt und dann sind wir fertig. Ja? Ja, es ist. Ja, es passt. Ja, erstmal vielen Dank, Anna. Ja. Gerne, kein Problem. Anna darf wieder. War spannend, war lustig. Ja, finde ich. Ich finde das Ergebnis. Was sagst du? Sei ehrlich. Hand aufs Herz. Hand aufs Herz, ich finde es gut. Aber es ist kein Vergleich zu meiner Friseurin. Und ich freue mich wirklich, wenn man wieder zum Friseur gehen kann, wenn das wieder möglich ist. Und es dann nochmal ein bisschen besser gelingt. Genau. Aber dennoch top und danke. Gerne, kein Problem.